Hallo zusammen, mein Name ist Marc Streit, ich bin Verteidiger bei den New York Islanders. Eishockey ist eine der schnellsten und härtesten Sportarten der Welt. Umso wichtiger ist es, sich respektvoll zu verhalten. Wer den Puck hat, darf gecheckt werden und dafür muss er immer bereit sein. Wir präsentieren euch hier unter dem Patronat der Pat Schaffalt Stiftung Cool and Clean und Swiss Eishockey die wichtigsten Skills, um einen Check richtig entgegenzunehmen. Wir wollen verschiedene Spielsituationen anschauen, um euch das richtige Verhalten in diversen Zweikampfsituationen zu zeigen. Dafür haben wir drei weitere NHL-Cracks eingeladen. Der Roman Josi von den Nashville Predators, der Sven Berci von den Calgary Flames und der Yannick Weber von den Montreal Canadiens. Viel Spass bei Respect Checks! Zuerst gibt es ein paar allgemeine Einführungen, wo es um die Übersicht und die Orientierung geht. Heads up bedeutet den Kopf hoch und bereit sein für Checks. Wichtig ist, dass ihr den Kopf immer nach oben gerichtet habt und so die Übersicht behaltet. Der Radarblick, Rundumblick oder auch Head on the Swivel genannt, bedeutet, dass der Spieler ständig den Mitspieler, aber auch den Gegner im Auge behalten muss. Um Überraschungen und gefährliche Situationen zu vermeiden, ist der Blick über die Schulter sehr wichtig. Das gibt euch die nötige Übersicht und Orientierung zum Gegner. Sobald ihr in Scheibenbesitz seid, wisst ihr genau, wo eure Mitspieler sind, aber auch, wo der Gegner steht. In gewissen Spielsituationen lässt sich nicht vermeiden, dass ein Spieler eine eingeschränkte Übersicht hat. Durch das Zurufen und eine gute Kommunikation auf dem Eis bekommt der Mitspieler die nötige Unterstützung. Um überhaupt eine gute Haltung anzunehmen, schauen wir uns mal kurz genauer die Körper- und Stockposition an. Beim Tripod sind die Knie leicht gebeugt, um den Schwerpunkt vom Körper tief zu halten. Den Stock behaltet ihr in beiden Händen. Mit euren Schlittschuhen und dem Stock am Boden habt ihr drei Stützpunkte und eine stabile Position. Bei Zweikämpfen auf engstem Raum ist die Tripod-Position ebenfalls sehr wichtig. Mit einem tiefen Schwerpunkt seid ihr flexibel und könnt so euer Gleichgewicht besser behalten. Ja.
Eine klassische Spielsituation ist das Annehmen vom Check beim Führen von Skibarbande. Wenn der Skibarbande führt und der Kontakt mit der Räder unmittelbar ist, achtet darauf, dass der Stimme beweglich bleibt. Seid aber trotzdem bereit für einen Check und stört nachher der Bande. Absorbiert den Check mit einer guten Körperspannung und entlastet den Check das innere Bein zum Gegner. Eine weitere Option, um einen Zweikampf zu gewinnen, ist, um einen guten Kontercheck anzusetzen. Wichtig ist ein tiefer Schwerpunkt und ein guter Stand. Versuche beim Kontercheck das Gleichgewicht vom Gegner zu stören. Während einem Zweikampf muss man oft den Puck an der Bande abdecken, um die Spielsituation unter Kontrolle zu nehmen. Wir nennen es Puck Protection. Wenn der Druck vom Gegenspieler von hinten zunimmt, ist eine Finte oder eine schnelle Bewegung von Vorteil. Eine überraschende Links-Rechts-Bewegung mit einem guten Timing kann den Gegner verwirren und so kann man einem Check aus dem Weg gehen. Beim Kampf um Schieben an der Bande verschafft ihr euch mit einer stabilen und tiefen Position einen Vorteil. Mit den Händen und den Armen stützt ihr euch an der Bande und am Glas ab und könnt so dem Druck vom Gegner entgegenhalten. Den Puck kontrolliert ihr mit den Schlittschuhen. Durch Bewegung gewinnt ihr an Raum und kommt so aus der Situation wieder raus. Eine weitere Spielsituation, in welcher man mutig bereit sein muss, ist das Vorchecking vom Gegner. Jeder kennt das Gefühl, wenn der Atem vom Gegenspieler hinter einem immer wie näher kommt. Beim gegnerischen Vorchecking hilft der Schulterblick enorm. Ihr könnt euch vergewissern, wie viel Zeit ihr habt und wie nah der Gegner ist. Wenn ihr etwas Vorsprung habt, nutzt den Vorsprung und fahrt so schnell wie möglich in den Ball führen und macht dann schnell einen ersten Pass. Beim Vorchecking mit kleinem Abstand zum Gegner ist der Schulterblick wieder sehr wichtig. Orientiert euch, wie viel Zeit ihr habt, spielt den Pass, steht parallel zur Bande und absorbiert den Check mit einer guten Körperspannung. Nach dem Check ist es sehr wichtig, dass ihr Bein bewegt und euch sofort wieder in Angriff einschaltet.
Bei den Open Eyes Checks ist das richtige Verhalten extrem wichtig. Wir schauen uns die seitliche und die frontale Position genauer an. Beim seitlichen Open Eyes Check ist Körperspannung und Bereitschaft für einen Check sehr wichtig. Auch hier helfen euch gebeugte Knie und einen tiefen Schwerpunkt die Situation unter Kontrolle zu bringen. Der Stock behaltet die beiden Hängen. Beim Check helfen euch Schulter und Hüfte, den Check abzufedern. Um einen unvermeidbaren Open-Eyes-Check zu überstehen, müsst ihr die Situation früh erkennen und eine gute Körperposition einnehmen. Das bedeutet, leicht beugt euch neu und der Stock in beiden Hängen. Den Check absorbiert ihr mit eurer Schulter. Eine weitere Möglichkeit bei einem frontalen Check ist die 360-Grad-Drehung. Bei dem lässt man die Scheibe laufen und konzentriert sich auf den Gegner. Auch hier gilt, Knie leicht beugt und einen tiefen Schwerpunkt. Bei diesem Check versucht man mit einer Drehung, der Wucht vom Gegner auszuweichen. Bei der aktiven Passannahme im Angriff gibt es immer ein paar Sachen, die man beachten soll. Der Passannehmer orientiert sich zur Scheibe, weiss aber immer, wo der Gegenspieler ist. He stood up and straightened out his man and that was a big time hit on Yuri Talusti. Bei der Passannahme seid ihr auch sehr anfällig für einen Check. Vorher und nachher müsst ihr deshalb gut orientiert sein, um nicht überrascht zu werden. Wenn ihr vor der Passannahme wisst, wo der Gegner ist, reagiert ihr viel besser auf den Check. Wenn ihr den Puck erfolgreich habt angenommen, sofort wieder den Kopf aufrichten und zurück ins Spiel finden. Bei der nächsten Spielsituation ist es sehr wichtig, dass die Körperspannung aktiv bleibt und man bereit ist für einen späten Check. Wenn ihr einen Pass habt gespielt, könnt ihr immer noch von einem Gegner gecheckt werden. Behaltet den Kopf oben und habt eine gute Körperspannung und seid bereit, für einen Check entgegenzunehmen. Auch nach der Schussabgabe kann ein Check erfolgen. Orientiert euch, wo der Gegner steht, habt eine gute Körperspannung und absorbiert den Check mit den Schultern. Wenn jede Sekunde Check kommt, für das musst du bereit sein, für das musst du Körperspannung haben und dann ist die Verletzungsgefahr auch viel kleiner. Damit ich an Zweikämpfe gewinne und Checks nehme, ohne dass ich mich blöd verletze, versuche ich das ganze Jahr zu trainieren. Ich musste lernen, dass man den Kopf oben haben muss, dass man bereit sein für Check und auch nach dem Pass kann es sein, dass der Check noch fertig macht. Nichts kann das überwältigende Gefühl schlagen, ein schnelles und emotionales Eishockey-Spiel zufrieden und gesund zu beenden. Ein guter Spieler respektiert einen harten Check vom Gegner
und stellt sich mutig jedem Zweikampf. Spielt clever, behaltet den Kopf oben, denn das bringt euch verletzungsfrei durch die Saison. Merci fürs Zuschauen, habt einen schönen Tschüss zusammen.